am Schweizer Koch sein Wanderknebel. Hallo zusammen, es ist wieder Herbst und mit dem Herbst steigt die Lust aufs Wandern gewöhnlich. Für das, dass wir nicht zu viel im Rucksack haben, aber gleich ein bisschen Proviant, habe ich am Schweizer Koch sein Wanderknebel entwickelt oder kreiert. Für das nehmen wir 500 Gramm Mehl, 7 seine Schüsseln, dann 20 Gramm Magermilchpulver, 9 Gramm Trockenhefe, 1 Ei, 30 Gramm Zucker und 5 Gramm Salz. Dann haben wir noch 260 ml lauwarmes Wasser dazu. Und kneten das Ganze jetzt mit dem Knethaken mit der Maschine für etwa 9 bis 10 Minuten. Jetzt haben wir schon einen schönen geschmeidigen Teig. Jetzt nehmen wir 60 Gramm Butter, zimmerwarm, ein bisschen Würfel geschnitten, geben den dazu und kneten das Ganze nochmal für 4 Minuten durch. Jetzt haben wir einen schönen, kompakten, seidenglänzenden Teig. Den decken wir jetzt mit Klarsichtfolie zu und lassen eine Stunde bei Zimmertemperatur ruhen. Dann teilen wir den Teig in 8 gleich grosse Stücke und wälzen ihn ohne Mehl aus. Legen einen Landjäger drauf und rollen den Teig schön auf. Dann legen wir ihn auf ein Backblech mit Blechreinpapier. Dann wieder zudecken, das mal mit einem Geschirrtüchli. Und lassen das Ganze bei Zimmertemperatur noch mal 50 Minuten gehen. Dann heizen wir den Ofen auf 190 Grad, Ober- und Unterhitze vor. Der Teig geht jetzt, weil Landjäger drinnen ist, nicht mehr so extrem auf, nur noch ein bisschen. Jetzt bestreichen wir den ein mit Eigelb. Und backen es nachher in der Mitte vom Ofen für 16 bis 18 Minuten. Wenn sie aus dem Ofen kommen, kühlen wir sie auf einem Gitter komplett aus. Und können sie dann mit auf die Wanderung nehmen. Natürlich ist es auch fein als Zvieri oder als Bützerzneuni. Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle viel Spass dabei und einen guten.